Die schöne Aussicht verdankt Bergamo seiner erhöhten Lage auf einem der letzten Alpenausläufer. Der Name ist keltisch-germanischen Ursprungs und bedeutet so viel wie Heim am Berg. Erste Siedlungen gab es hier schon im 6. Jahrhundert. Stadtführerin Barbara Sava schlendert durch die Gassen der Altstadt. Städtebaulich ist Bergamo etwas ganz Besonderes. Wir haben die Unterstadt, die der modernere Teil ist. Hier kommen die Reisenden aus anderen Regionen an. Dann haben wir die Oberstadt mit dem historischen Kern. Und als drittes die Hügel. Die drei Stadtteile sind durch zwei Seilbahnen verbunden, die seit Ende des 19. Jahrhunderts von den Menschen aus Bergamo und Touristen benutzt werden. Zentraler Punkt der historischen Oberstadt ist die Piazza Vecchia mit dem mittelalterlichen Torre Civica. Früher rief sein Glockenläuten die Bewohner am Abend in die Stadt zurück, bevor die Tore geschlossen wurden. Die Palazzi hier links sind aus dem 19. Jahrhundert und sie harmonieren mit dem mittelalterlichen Bergamo, aber auch mit der Renaissance und dem Barock. Und das alles auf diesem kleinen Raum, wo wir so viele Stile haben. Das ist wohl auch das Faszinierende der Stadt. Besonders geschichtsträchtig das religiöse Viertel rund um den Domplatz. Hier stehen auch die Basilika di Santa Maria Maggiore aus dem 12. Jahrhundert und die Kapelle Colleoni aus dem 15. Jahrhundert. Die Basilika ist mit alten Wandteppichen und üppigen Stuckdecken geschmückt. Hier befindet sich auch das Grab des berühmtesten Sohnes der Stadt, des Komponisten Gaetano Donizetti. Er starb 1848 und zählt zu den wichtigsten Komponisten Italiens. Die Stadt widmet ihm ein eigenes Museum, wo musikalische Handschriften und Gemälde an den Meister der romantischen Musik erinnern. Kurator Fabrizio Capitanio spielt eine bekannte Passage aus der Oper Der Liebestrank. Im Moment gibt es eine große Renaissance des Meisters. Gerade die heutige Stadtverwaltung legt Wert darauf, mit einer großen Kampagne das Werk Donizettis wieder neu aufzuwerten und seinen Namen in die Welt hinauszutragen. In der Nähe des Museums erstrecken sich alte Stadtmauern aus der Zeit der venezianischen Herrschaft über eine Länge von 5 Kilometern. Heute ist diese Außengrenze der Oberstadt eine beliebte Flaniermeile. Wer Lust auf ein Eis hat, geht ins La Mariana. Hier wurde Anfang der 1960er das Stracciatella-Eis erfunden. Stracciatella war eine sehr beliebte römische Suppe. Man gab das Eigelb in die Suppe, es wurde an der Oberfläche fest und zerbrach dann zu kleinen Stückchen. Mein Großvater erfand eine neue Eissorte, ein Milcheis mit Schokoladenstücken. Es erinnerte ihn an die Suppe und er nannte das Eis Stracciatella. Kulinarisch hat die Region noch anderes zu bieten. Bergamo gehört zur Region Lombardei. Hier liebt man die Maisspeise Polenta, die gelegentlich auch mit Käse verfeinert wird. Die Polenta isst man nicht allein, sondern als Beilage zu anderen Speisen wie Pilzen, Fleisch oder Kaninchen. Das sind traditionelle Gerichte, die typisch sind für Bergamo. Zum Schluss einen Abstecher in die Unterstadt mit ihrer Einkaufsmeile und dem Theater. Das trägt natürlich den berühmten Namen Donizetti. Bergamo, ein Geheimtipp in Norditalien.